Show. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Da wird alles abgearbeitet, was hier über die letzten Monate liegen geblieben ist. Alles muss raus, meine Damen und Herren. Ja, genauso macht's die Bundesregierung schließlich auch. Bei ihrem großen Koalitionsgipfel am Montag. Natürlich, Union und FDP versuchen einen weiteren Neustart. Aber diesmal klappt's. Ich habe ein gutes Gefühl. Sag mal, wie findet ihr euch eigentlich selber? Wie schätzt ihr euch ein? Wir sind besser als unsere Meinung, die wir in der öffentlichen Befragung feststellen können. Das ist gut, ist gut plus. Aber es kann noch besser werden. Noch besser werden? Das geht doch gar nicht, Rainer. Gut plus, ey. Nicht mal auf einer Waldorfschule. So. Wissen Sie eigentlich, wie viele Hammerprobleme diese Vögel an einem einzigen Montag lösen wollen? Wissen Sie das? Hier, Kollegin Bettina Schausten. Echt fiese Probleme der schwarz-gelben Koalition. 10 Sekunden. Dalli, Dalli. Wahlniederlagen für Schwarz-Gelb, ein Minister entlassen, Energiewende in Verzug, Eurokrise ungelöst, Streit um Betreuungsgeld, Vorratsdatenspeicherung, Mindestlohn. Ja. Soweit richtig. Aber Vorratsdatenspeicherung hat man doppelt, das müssen wir leider abziehen. Gut, gehen wir einfach die Liste der verpennten schwarz-gelben Hausaufgaben noch mal gemeinsam durch. Zum Beispiel das von der CSU nach wie vor geforderte, wie heißt das, Berufsverbot für gebärfähige Frauen. Nee, warte mal, wie heißt das? Betreuungsgeld, alias die Herzprämie, meine Damen und Herren. Immerhin, das wollen wir der Vollständigkeit halber dazu sagen, der Bund unterstützt auch den Kita-Ausbau mit zinsgünstigen Krediten. Das kostet den Bund, ja, Moment, Frau Ministerin, Sie sind doch bestimmt im Thema. Was der Bund dafür gibt, das ist, muss ich Ihnen jetzt gestehen, ich glaube so rund 20 Millionen. Also was ja vollkommen, okay, gut, es sind 35 Millionen. Ja komm, das sind doch Peanuts, ne? Reicht jedenfalls nicht für die 130.000 neuen Betreuungsplätze, die geschaffen werden müssen, wegen Rechtsanspruch der Eltern. Es ist kein Geld da für die dusselige Herdprämie. Und trotzdem müssen CSU-Politiker diese Idiotenidee in Talkshows verteidigen. Ich konnte verfolgen den Auftritt von Herrn Kollegen Dobrindt bei Markus Lanz. Ja, da haben Sie alt ausgesehen, Herr Generalsekretär. Uschi Glas hat Sie nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Uschi Glas? Von Uschi Glas auseinandergenommen? Ja. Seit wann kennen die sich denn mit Kinderbetreuung aus? Ihr Sohn sitzt doch ständig im Bau. Aber bitte ein bisschen sachlich. Ja. Was sollen die armen Kommunen denn jetzt bitte machen mit den ganzen unbetreuten Blagen? Die Kommunen erwägen, von August 2013 an in Kitas auch ungelernte Kräfte einzusetzen. Super! Ja! Ja, natürlich! Ungelernte Kräfte, warum denn nicht? Ja, ich finde es eine super Idee. Ne? Sag Ihnen, die werden hoch motiviert sein, diese Ungelernten. Weil sie wissen, sonst geht's zurück in den Knast. Ja. Frühkindliche Förderung made in Germany. Nächstes ungelöstes Problem, Energiewende. Fragen wir da noch mal unseren Experten für alles. In 10 Jahren, das erkennen wir raus sein, 40% regenerative Energie haben. Ja. Also mit den Worten von Rainer Brüderle, wir brauchen Windenergie. Und die muss irgendwie von Nord nach Süd. Und genau das kriegt unsere Regierung nicht gebacken. Oder bin ich da schon wieder zu pessimistisch? Und man kann sagen, das Glas ist halb leer. Es sind erst 100 Kilometer im Betrieb von sehr vielen zu bauenden Kilometern. Ich weiß es, Frau Merkel, ich weiß es. Es sind 4000 zu bauende Kilometer und 100 habt ihr erst. Das Glas ist halb voll. Klar, halb voll. Natürlich. Ehrlich jetzt. Das Glas ist halb voll. Von vielen zu bauenden Kilometern. Weißt du was? Wenn ihr in dem irren Tempo weitermacht, dann seid ihr in 10 Jahren schon fast in Pinneberg. Ne? Verpennt habt ihr das ganze Thema. Gut, eins muss ich jetzt mal zugeben. Überall kann man so Stromtrassen natürlich nicht bauen. Zum Beispiel nicht, ja, was weiß ich,
über Spielplätzen. Wenn man die Kinder auf die Schaukel zum Beispiel setzt, die kriegen eine geflitscht teilweise. Oder die Gesichter vibrieren von den Kindern, wenn man die anfasst. Ist nicht lustig. Chantalle! Chantalle, komm von der Schaukel runter, dein Gesicht vibriert schon wieder. Ja, das ist Spiel, Spaß und Hochspannung für die ganze Familie. Und sie brauchen die Kleinen noch nicht mehr anzuschubsen. Es geht alles von alleine. Ne? Echt jetzt. Schwarz-Gelb muss mal in die Puschen kommen. Vor allem die Windenergie, das ist die Zukunft. Sage Ihnen, wohl dem, der Wind produziert. Da wird der strukturschwache Norden dem Süden bald mal zeigen, wo sich der Frosch die Locken durchpusten lässt. Ne? Wir schalten live an die Nordseeküste bei Wilhelmshaven zu unserem Ökostromexperten Christian Ehring. Christian, ich habe das Gefühl, zu Ihrem Hut gibt es eine Geschichte. Ja, Oliver, allerdings, ich präsentiere den Nordsee-Reporter der Zukunft. Mein Hut produziert die gesamte Energie, die wir für diese Live-Schalte brauchen. Die Kamera, das Mikrofon, die Leitung, alles betrieben durch Windenergie. Wow, dann sind Sie ja quasi völlig CO2-neutral. Ja. Wenn ich aufhören könnte zu furzen, dann wäre ich das. Aber das ist ja leider immer noch Science Fiction. Leider, leider. Christian, wird der Wind den deutschen Norden jetzt reich machen? Aber hallo, Wilhelmshaven wird das neue Dubai. Ferraris, Kamelrennen, das ganze Programm. Da werden die arroganten Bayern schön dumm aus der Lederhose gucken, sage ich Ihnen. Schauen Sie mal, das hier ist Wilhelmshaven heute. Ja. Strukturschwach, hohe Arbeitslosigkeit. Aber in 10 Jahren sieht es hier so aus. Die Leute sind zwar immer noch arbeitslos, aber die Häuser sind aus purem Gold. Wow. Also im Prinzip dasselbe, was vor 20 Jahren mit der DDR passiert ist. Naja, also Wilhelmshaven, das neue Dubai, ich weiß ja nicht. Bauen die dann am Ende auch so künstliche Inseln wie in Dubai? Selbstverständlich. Dafür müssen natürlich erstmal die vorhandenen ostfriesischen Inseln verschwinden. Die werden gesprengt. Ja. Ne? Und dann werden neue, viel schönere Inseln aufgeschüttet. Ah. Und warum machen wir das? Weil wir das Geld dafür haben. Ja, super, aber das ändert ja nichts an dem Leitungsproblem, Herr Ehring. Wie soll der Windstrom denn nun nach Süden kommen? Puh, das ist mir eigentlich egal. Sollen die Bayern sich halt was einfallen lassen? Die können ja sonst auch immer alles besser. Außer Elfmeterschießen. Ja. Entschuldigung, der musste sagen. Das ist jetzt ein bisschen hämisch. Herr Ehring. Ich sage Ihnen was voraus. Wir werden am Ende doch wieder auf Gas- und Kohlekraftwerke zurückgreifen, auch wenn das jetzt keiner zugibt. Es fehlen Leitungen, es fehlt Speicherkapazität und vor allem, Herr Ehring, Wind weht nicht immer. Ach, Olli, ich habe das Gefühl, Sie sind einfach nur neidisch auf unseren norddeutschen Qualitätswind. Hier oben liegt die Zukunft. Ich habe all mein Geld in Reddach-Aktien gesteckt. Noch 3-4 Jahre, dann könnt ihr da unten im Süden der Republik uns alle mal ganz gepflegt am... Oh nee, Flaute... Meine schöne CO2-neutrale Reporterschalte, ey. Christian, ich habe hier so Bildaussetzer. Was können wir euch in 3-4 Jahren? Warten Sie, ich renne mal gerade im Kreis. Machen Sie das. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Der CO2-neutrale Reporter. So. Aber ein Problem wird die Koalition am Montag in der Tat auf gar keinen Fall lösen, und das heißt Bayern. Die CSU ist, man muss sagen, wieder mal in der Pubertät und terrorisiert Mutti mit ihren Ideen. Diese Woche hier zum Beispiel mit der PKW-Maut. Ja, alle paar Tage kommen die mit irgend sowas angeschissen, die Bazis. Und wenn sie nicht nach 3 Sekunden ihren Willen kriegen, dann drohen sie, die Koalition platzen zu lassen. Hui, ich nässe mich ein vor Angst. Es wäre eine in der Tat sehr ernste Gefahr für eine Koalition. Das geht mir alles zu zäh. Ja, das geht schon sehr zäh mit der Regierung. Deine Leute sitzen da selber drin. Und mit solchen Querulanten wollen die am Montag alle Probleme lösen. An einem Tag, Freunde. Ehrlich, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Bäh, was? Einen Tag ist in der Tat Bullshit, Oliver. Diese Problemchen, die löse ich Ihnen in einer Minute. Also eine Minute finde ich doch sehr optimistisch. Da sagt Ihre Frau auch immer. Los! Auf geht's, 60 Sekunden, stopp die Zeit, du Gesichtswurst. Problem 1, Betreuungsgeld. Abgelehnt, weil
CSU-Idee, also Scheiß-Idee! Alternativvorschlag zur Entlastung der Kitas. Verhütung, schon mal gehört? Problem 2. Energiewende ist leider nicht zu schaffen. Denn wie sagt der deutsche Ökospießer? Windstrom ist voll wichtig. Aber muss die Stromtrasse durch meinen Garten führen? Bau die mal bei meinem Nachbar, der trennt immer seinen Müll falsch, die Dummsau. Machen wir es doch so. Atomkraftwerke grün anstreichen und ein kleines Windrad obendrauf stecken. Feierabend. Problem 3. Vorratsdatenspeicherung. Totale Idiotendebatte. Das gibt's doch längst, den Scheiß. Nennt sich Google und Facebook. Schwachmaten sie ihnen geben, hier sowas posten die Leute. Ja, wie bescheuert muss man denn da sein? Und wenn man alle Probleme der Koalition auf einmal lösen will, hätte ich den ultimativen Tipp. Steckt den ollen Seehofer endlich ins Heim! Und wie lang? Ja, ich sag mal, knapp über eine Minute. Respekt. Ja, dürfte ich jetzt eventuell wieder meine Sendung moderieren? Ginge das? Gleich. Wird die schwarz-gelbe Regierung bis zur Bundestagswahl 2013 überhaupt noch irgendwas zustande kriegen? Hören Sie dazu nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht. Nein. Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren, vielen Dank. Vom Beruf Problemlöser. So. Nächste Woche geht's endlich los. Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft in Polen und in der Ukraine. Ja, das wird super. Ne? Und die Polen, die freuen sich bestimmt auch schon riesig auf die Gäste aus aller Welt, oder? Am meisten freuen wir uns auf die Deutschen. Och, danke. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Aber warum hat der Mann eine Sturmmaske auf? Den wollen wir auf die Fresse hauen. Wir hassen sie doch schon seit ewigen Zeiten wegen der ganzen deutsch-polnischen Geschichte. Ja gut, dann gehe ich halt nicht ins Stadion. Dann gucke ich die Spiele eben beim Public Viewing oder in der Kneipe. So, Maskenmann. Im Stadion können wir sie nicht verprügeln. Also werden wir die Deutschen in den Kneipen jagen. Oder im Park oder am Strand. Nein, ich lasse mir von einem einzelnen Hooligan meine EM nicht mies machen. In jeder Talkshow im deutschen Fernsehen geht es gerade um Gewalt und Fußball. Dabei sage ich Ihnen, brauchen wir auch diese Ultra-Fans. Die Ultras sorgen in den Stadien für tolle Stimmung und dafür opfern sie ihre Freizeit. Da basteln sie zum Beispiel ihre eigenen Transparente. Ja, ist doch schön. Basteln mit der Familie. Ne? Ich freue mich auf diese EM. Klar, man wird auch mal angefeindet. Sogar als Reporter übrigens. Hier, Rolf Töpperwien, das alte Schlachtross. Ich war mehrmals in Rotterdam. Da sind Pflastersteine geflogen. Da sind Autos mit deutschen Kennzeichen angepinkelt worden. Mhm. Da hat man uns im Hilton Rotterdam das warme Wasser abgedreht. Schlimm, schlimm. Und jeden Morgen war die komplette Minibar leer. Ne? Und irgendeine Potsau hatte das Bad vollgekotzt. Rolf Töpperwien, übrigens der Erfinder der Pyrotechnik, aber das nur am Rande. Ich sag's nochmal, nichts und niemand kann mir die Vorfreude auf dieses Turnier versauen. Nichts. 5:3 verloren gegen die für die EM nicht qualifizierten Schweizer. Na toll, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Vielen Dank. 2:0 gegen Israel ist auch nicht viel besser.
Nein, ich freue mich. So, liebe Zuschauer. Keine Ahnung, wie Sie das einschätzen. Ich persönlich finde ja, unser Staat mischt sich in viel zu wenige Sachen ein. Zum Glück sieht unsere fesche Ernährungsministerin Ilse Aigner das ganz genauso wie ich. Ihre neueste Idee, kein Witz, kleinere Portionen in Restaurants. Ja, damit weniger weggeworfen wird. Genial, findet auch Martin Sonneborn. Wir befinden uns hier im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Ministerin Ilse Aigner wird gleich eine Vision, eine politische präsentieren, die die kulinarische Situation in Deutschland komplett revolutionieren wird. Wir haben ein klares Ziel vor Augen. Und ein Punkt ist hierbei zum Beispiel die Frage der Portionsgrößen. Es geht nicht nur um den Senioren- oder den Kindertellern, sondern generell um die halben Portionen. Und ich freue mich deshalb, dass wir heute gemeinsam mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband dieses Bündnis vertiefen. Frau Ministerin, eine kurze Frage. Sie machen sich stark für die Einführung des Kinderteller, des sogenannten. Müsste man im Gegenzug nicht auch eine bundesweite Tellerkontrolle einführen? Also ich glaube nicht, dass man eine Tellerkontrolle macht, sondern die Gäste sind letztendlich die kontrollieren. Mit anderen Worten, das Ministerium reguliert, kontrollieren müssen wir. Und das werden wir jetzt tun. Guten Abend. Tellerkontrolle. Dürfen wir mal gerade gucken, was essen Sie da? Eisbein. Haben Sie das bestellt? Ja. Wissen Sie, wie groß das ist ungefähr? Nö. Das ist ja 23 cm. Das sind ungefähr 10 cm. Und das Ganze sind ungefähr 11. Eieiei, das ist eine Riesenportion. Sie müssen doch als essender Gast auch ein bisschen kontrollieren, was Sie bekommen. Das ist ja eine Riesenportion. Ja, deswegen habe ich sie ja bestellt. Darf ich mal gucken? Das sehe ich nicht. Das ist, also der Rotkohl geht gerade noch so. Mit etwas guten Öl. Nee, das geht nicht. Also das müsste runter. Das müsste runter und das könnten Sie essen. Dann kann ja eigentlich den Kugel runterrutschen. Also bitteschön. Ja. Sollen wir nach dem Essen eigentlich auch den Stuhlgang demnächst noch staatlich regulieren? Also wir wollen ja keine Regulierung, sondern hier geht es um eine Sensibilisierung. Ja, sollen wir dann demnächst auch für den Stuhlgang noch sensibilisieren? Ich bin noch nicht hier rund. Wir wollen noch nur eine Frage stellen. Glauben Sie, dass das ein Meilenstein für die Entwicklung der deutschen Esskultur ist, was hier gerade vorgestellt wurde? Gastronomen wollen mit kulinarischen Angeboten ihre Gäste glücklich machen. Und, freuen Sie sich auch deshalb so diebisch, weil Sie einfach kleinere Portionen für fast das gleiche Geld verkaufen können? Nein, nein, nein. Die Gäste sollen selber kontrollieren. Gäste sehen doch, was auf den Teller kommt. Und wenn ihnen was nicht passt, dann sollen sie reden. Haben Sie auch so lustige Ideen, weil Sie sich von Kindertellern ernähren und chronisch unterzuckert sind? Weder noch. Sie essen ganz normal. Ganz normal. Es ist ein großer Tag für die deutsche Politik. Endlich ist die Durchregulierung sämtlicher Lebensbereiche im Magen-Darm-Trakt angekommen. Guten Appetit. Vielen Dank, Martin Sonneborn. So, Quizfrage. Warum kommt Deutschland eigentlich besser durch die Krise als andere? Was ist unser Erfolgsgeheimnis? Ganz klar, die Antwort liegt auf der Hand. Der starke deutsche Mittelstand. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, all die kleinen Familienbetriebe, die Qualitätswaffen herstellen. Ja, das Geschäft brummt gerade wie nie. Deutschland liefert Waffen in alle Welt. Alle wollen Produkte wie Revolver, Pistolen, Karabiner, Maschinengewehre, Panzerfäuste, Munition für Haubitzen. Und so weiter. Ja, wenn Sie im Ausland mal von einer Kugel getroffen werden, kann es gut sein, dass Made in Germany draufsteht. Ja. Ist doch schön, so ein Stück Heimat in der Fremde. Abgesehen davon, liebe Freunde, diese Branche schafft Arbeitsplätze. Wenn Sie den Verkauf von Sturmgewehren und Maschinenpistolen verbieten, dann reden wir über 300 Arbeitsplätze in Deutschland. Ja, Moment! Moment, lieber verwirrter Mann von den Linken. Ne? Da hängen ja auch noch ohne Ende Zulieferbetriebe dran. Sargtischler, Floristen, Steinmetze, die ganze Kranzbranche. Ne? Übrigens hat sich der gerade gesehene Kollege van Aken dann noch sehr schön mit einem FDP-Mann im Plenum gefetzt. Wenn denn der Herr Lindner, zu dem ich erst einmal sagen muss, dass ich es unerträglich finde, jedes Mal, wenn hier eine Frau redet, dann macht der arrogante Zwischenrufe dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen und kraut sich da seine Eier. Das geht überhaupt nicht mehr. Hallo? Hallo? Ja, also ehrlich jetzt, ich kann Spaß vertragen. Ja, aber das,
Das ist der Deutsche Bundestag. Das ist ja ein Sprachniveau wie in der Heute-Show, Freunde. Da ist aber wohl mal eine Entschuldigung fällig. Ich entschuldige mich dafür. Für den Macho oder für was jetzt? Für die Eier. Gut. Dann ist die Sache für mich erledigt. Schwamm drüber. Sehr süß, wie die Göring Eckardt hinter ihm kichert. Er hat Eier gesagt. Pimmel. Wussten Sie eigentlich, dass zwanghaftes Eierkraulen das Sprachzentrum zersetzt? Länder, für die Sie zuständig waren. Das sag ich doch. Wie Sie. Der alte Eierkrauler, wahrscheinlich wollte er Gysi sagen. Amnesty International, um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen, hat gerade die Bundesrepublik Deutschland offiziell für ihre Waffenexporte gerügt und darauf hingewiesen, dass der arabische Frühling in manchen Staaten auch mit deutschen Waffen niedergeschlagen wurde. Müssen wir uns alle schämen, frage ich unseren Experten für besonders großkalibrige Themen, Klaus von Wagner. Schämen, der war gut. Achso, Sie meinen das wirklich ernst. Ja. Seit wann schämt man sich denn für wirtschaftlichen Erfolg? Hier, Olli, ich habe eine kleine Grafik für Sie. In den letzten 10 Jahren hat Deutschland so viel Rüstungsgüter exportiert wie Frankreich und Großbritannien zusammen. Das ist ja furchtbar. Nein, das ist logisch. Natürlich verkaufen wir mehr Knarren als die Franzosen. Mal ehrlich, würden Sie sich so ein Sturmgewehr von Peugeot kaufen? Also, mit sowas ziehe ich nicht in den Häuserkampf. Ja, Entschuldigung, ich ziehe mit gar nichts in den Häuserkampf. Das ist doch hochgradig zynisch. Haben Sie dem Eierkraulmann im Bundestag eben nicht zugehört? Hier. Während ich hier rede, sind irgendwo auf der Welt schon wieder 4 Menschen erschossen worden. Ja, dann soll er doch aufhören zu reden. Ich sehe immer diese Aufregung, ne? Waffen dürfen nicht in Krisengebiete geliefert werden. Wie hat doch Franz Josef Strauß so schön gesagt, ich verstehe gar nicht, was Waffen außerhalb von Krisengebieten verloren haben. Außerdem, es gibt doch strenge Waffenexportgesetze. Ja, eben von wegen. Im Gegensatz zu anderen Industrienationen findet bei uns in Deutschland keine, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Endverbleibskontrolle statt. Das heißt, der Exporteur erklärt auf einem Papier, an wen er die Waffen liefert. Und unsere Bundesregierung vertraut dann einfach auf diese Erklärung. Ja, natürlich. Vertrauen ist die Grundlage von allem. Möchten Sie in einer Welt leben, in der man nicht mal mehr Waffenhändlern vertraut? Ja, möchte ich. Hallo? Weil es sonst nicht funktioniert, Herr von Wagner. Hier, neulich in Libyen, nach dem Sturm auf Gaddafis Palast. Die Rebellen erbeuten Waffen. Darunter Sturmgewehre des Typs G36 des deutschen Herstellers Heckler & Koch. Ja, entschuldigen Sie, dass Gaddafi offensichtlich Sinn für Qualität hatte. Außerdem, als ob wir unsere Waffen nur an Schurkenstaaten liefern würden. Nein, wir liefern Waffen an alle. Raten Sie mal, wer zwischen 2006 und 2010 die meisten deutschen Waffen gekauft hat. Keine Ahnung, Iran, Syrien? Viel besser. Tada! Griechenland. Nee. Doch. Und das macht total Sinn, weil sich die Griechen bald gegen unsere Sparmaßnahmen wehren müssen. Klaus von Wagner, meine Damen und Herren, vielen Dank. Lobbyist der erfolgreichen Mittelstandsbranche, Waffenhersteller. So, meine Damen und Herren, wenn wir Ende August mit der Heute-Show aus der absurd kurzen Sommerpause zurückkommen, wer weiß, ob es den Euro dann überhaupt noch gibt. Deshalb sagen wir jetzt schon mal auf sicher, tschüss, Euro. Es war nicht alles schlecht. Ich bin glücklich. Ich habe mich gefreut. Hab gefreut. Hasste man Euro. Ich wollte gestern einen Eierschneider kaufen. Der hat sage und schreibe 9 Euro gekostet. Das kann's nicht sein, ja? Noch heute kriege ich Briefe, Weigel, du wirst erschossen, wenn du die D-Mark nicht wieder einführst. Tja, die schönsten Momente mit dem Euro. Er wird uns fehlen und reden wir nicht drum rum. Spätestens, wenn in 3 Wochen die Linksradikalen am Ruder sind in Griechenland, dann war's das für dich, kleiner Euro. Aber wir Deutschen, wir kämpfen weiter für dich.
Ja, deswegen, also unter anderem deswegen, sind wir auch so wahnsinnig beliebt in Europa. Sie gelten als am wenigsten korrupt und als die fleißigsten Europäer. Das sehen fast alle befragten Länder so, mit einer Ausnahme. Die Griechen meinen, dass sie am härtesten arbeiten. Gut. Das ist jetzt nur eins der vielen griechischen Probleme. Sie haben einfach immer zu hart gearbeitet. Gibt es in Griechenland gerade aktuell noch sowas wie, sagen wir mal, eine Art Staat? Wir bezahlen gar nichts. Weder Steuern, noch Sondersteuern, noch Strom, noch Fahrscheine, nichts. Also eher nein. Aber ganz im Ernst, die Verelendung in diesem Land, die galoppierende Verelendung, ist nicht mehr lustig. Und dann wundern wir uns, wenn die Griechen irgendwelche linken Spinnerparteien wählen. Womit will ich Leuten drohen, die schon in ihrem Auto wohnen? Und noch wichtiger, kann ich da überhaupt noch Urlaub machen? Ich lasse mich besser mal beraten, und zwar von Tina Austen, meine Damen und Herren. Tina Austen! Hallo! Hallo! Also, Stichwort Griechenland, Tina. Kann man da noch hinfahren? Sagen wir mal so, das eine oder andere Hotelzimmer in Griechenland hätte ich noch frei. Genauer gesagt, so um die Sekunde. 700.000. Oh, Moment, da kommen gerade noch ein paar Stornierungen rein. 800.000. Ja, das ist wirklich traurig. Die Buchungen für Griechenland sind in diesem Jahr um fast 50% zurückgegangen. Und TUI rät deutschen Urlaubern schon, mehr Bargeld als sonst mitzunehmen, falls die Griechen aus dem Euro austreten. Eine super Idee von TUI. Hut ab. Das ist so, als ob ein Restaurant auf seine Homepage schreibt, Sie können gerne bei uns essen, aber bringen Sie sich lieber Ihre eigene Kotztüte mit. Ja. Außerdem, mehr Bargeld macht doch gar keinen Sinn. Wenn überhaupt, müsste ich Glasperlen zum Tauschen mitnehmen. Ja, oder Spiegel. Oder Feuerwasser für deine guten Freunde. Ja, genau. Aber Tina, müsste man nicht gerade jetzt ganz bewusst ein Zeichen setzen und in Griechenland Urlaub machen? Hey, super Idee, Oliver. Mensch, machen Sie das doch. Ja, also, nicht ich jetzt direkt im Sinne von ich. Nee. Dachte mir so, Mann müsste mal, ne? Ja, ich krieg von Souvlaki auch immer Sodbrennen. Sie haben völlig recht, Oliver. Warum den Griechen noch mehr helfen? Wir Deutschen haben ja ein Herz aus Gold. Aber irgendwann ist einfach mal Schluss. Sie können ja ganz persönlich helfen. Sie buchen Griechenlandurlaub, tragen Ihre Euros nach Athen. Nö, im Gegenteil. Die haben ja schon Geld von uns. Wie wäre es denn, wenn die uns einladen für 14 Tage? Deutsche glaubt inzwischen, er persönlich hätte den Griechen Geld überwiesen. Fakt ist aber, wir profitieren von der Krise. Der deutsche Staat leiht sich gerade Geld für 0 Euro Zinsen, weil alle anderen Staatsanleihen abschmieren. Bitte, ich habe gar nicht zugehört. Diese 2 Wochen Griechenland umsonst, von denen die Frau im Film gesprochen hat, könnte ich das eventuell auf 3 Wochen umsonst verlängern? Sonst lohnt sich der lange Flug ja kaum. Computer sagt nein. Ich hätte hier allerdings noch ein sehr günstiges Hotel in der Athener Innenstadt mit Blick auf die brennenden Barrikaden und die Suppenküche, Oliver. Naja, wenn ich Elend sehen will, dann kann ich Urlaub in Brandenburg machen, ehrlich jetzt. Oder? Nein, können Sie nicht. Was? Nein. Brandenburg ist komplett ausgebucht. Also das Einzige, was ich hier noch hätte, ist ein Etagenbett in der Jugendherberge Greifswald. Direkt an der Kläranlage. Aber nicht in Griechenland. Halten Sie mir das lieber noch mal frei. Was ist denn mit Italien und Spanien? Senken die aus Verzweiflung auch schon die Preise? Noch nicht, aber warten Sie mal noch ein Jahr ab. Dann könnte ich Ihnen Sardinien anbieten. Für nur 399. Was? Eine Woche Sardinien für 399 Euro? Nein, die ganze Insel Sardinien. Für 399 Lire. Gebucht, Tina Austen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke sehr. So, und wo ich eh schon im Reisebüro bin,
passt das super, denn ich muss Ihnen sagen, das war die letzte Heute-Show vor der Sommerpause. Wir sehen uns wieder am 31. August. Jetzt kommt Aspekte und ich muss auch direkt los. Mein Flieger nach Greifswald geht gleich. Tschüss.